Deutschlands erste Außenministerin, Annalena Baerbock. Für mich war das natürlich ein absoluter Sprung ins kalte Wasser. Die grüne Ministerin will eine neue Außenpolitik, wertegeleitet und feministisch. Wir brauchen keine belehrende und moralisierende Außenpolitik. Darauf wartet niemand. Was ich an ihr wirklich schätze, sie schwurbelt nicht nur so diplomatisch rum. Als Kanzlerkandidatin belächelt, als Ministerin vom ersten Tag gefordert, als Krisendiplomatin. Ich glaube, dass in der Frage der Ukraine- und Russlandpolitik Frau Baerbock mit dem Bundeskanzler einen durchaus grundlegenden Dissens hat. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel. Eine Bewährungsprobe. Auch für Baerbock. Dieser Tag ist eine Zäsur. Zwei riesige Krisen, Ukraine und Nahost, in denen sie beide als Außenministerin gefragt ist. Ich zweifle immer wieder. Aber wer nicht zweifelt, der ist entweder ideologisch verbohrt oder hat keine Selbstreflexion. Menschen, die heute in der Politik sind, sind auch Getriebene. Mensch Baerbock, die undiplomatische Diplomatin. September 2023. Als wir Annalena Baerbock in einem Berliner Kino zum Interview treffen, ist sie fast 2 Jahre im Amt. Rückblick auf den Beginn der Ampelkoalition. Vor Krieg, Energiekrise und Inflation. Am Anfang stehen große Hoffnungen. Lang, lang ist her. Ich kann mir vorstellen, was Sie denken oder manch andere denken. Mensch, damals hatten Sie noch so eine gute Stimmung. Wobei man ja ehrlichkeitshalber sagen muss, wir sehen auch alle ganz schön müde aus. Es war auch spät. Es war spät am Abend, wo wir in der Frühphase von unserer Ampelkoalition gesagt haben, Mensch, lasst uns doch wirklich mal zu 4 treffen und gucken, wie wir das gut auf den Weg bringen können. So haben die Spitzen von Grünen und FDP bereits erste Vorgespräche geführt. Die Koalition aus FDP, Grünen und der SPD. Ein Bekenntnis zur Macht. Na gut, es war damals schon klar, dass also so ein Herz und eine Seele, natürlich versucht man das nach außen zu vermitteln. Das war sicherlich auch damals nicht so. Das war sofort klar, dass das Bild für lange Zeit stehen bleiben würde, als sozusagen quasi Symbol dieser Verhandlungen und Symbol dieser Annäherung zwischen Grünen und der FDP, wo man ja damals schon das Gefühl hatte, kann das wirklich zusammenpassen? Bekanntgabe der Bildung der Bundesregierung. Ich schwöre es. Im Dezember 2021 übernimmt die Grüne Annalena Baerbock das Auswärtige Amt von ihrem Vorgänger Heiko Maas. Nie zuvor hat sie ein Ministerium geleitet. Jetzt ist sie die Chefin von weltweit rund 230 Auslandsvertretungen und über 12.000 Mitarbeitern. Herr Maas fiel ja eher auf, dass er nicht auffiel. Und Herr Gabriel ging sehr rustikal durch diese Welt, sehr breitbeinig. Also da kommt dann eine für dortige Verhältnisse relativ junge Frau. Und das verändert natürlich etwas. Das macht etwas auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und lenkt ein anderes Bild auf Deutschland. Baerbocks Ansprüche an sich und das Auswärtige Amt sind hoch. Mehr für demokratische Werte einstehen, schneller reagieren, häufiger Klartext reden. Auch wenn dabei diplomatische Gepflogenheiten über Bord gehen. Sie hat ja ausgegeben die Maxime undiplomatische Diplomatie. Sie hat all ihre Botschafter und Botschafterinnen ja angewiesen, in den jeweiligen Ländern auffälliger zu sein, auch dagegen zu halten. Also feministische Außenpolitik. Sie hat Klima an sich gezogen für das Auswärtige Amt, also internationale Klimaverhandlungen und eben das undiplomatische Auftreten. Das sind massive Charakterveränderungen für das Auswärtige Amt, ja. Erstmal habe ich dieser Koalition durchaus einen Kredit gegeben. Speziell auch Frau Baerbock, von der man sehen konnte, sie geht mit Freude und Engagement in dieses Amt hinein. Und ich war auch gespannt, wie wird das jetzt in der Klimapolitik, sowohl national kombiniert mit Wirtschaftspolitik und wie wird die Klimapolitik im Auswärtigen Amt? Rückblick. 2018 werden Annalena Baerbock und Robert Habeck zum neuen Führungsduo der Grünen gewählt. Er ist Minister in Schleswig-Holstein, sie noch ohne wichtiges Amt. Eine Tatsache, die sie rhetorisch für sich zu nutzen weiß.
Das war sehr gut, dass eine Frau sich hinstellt auf die Bühne und sagt: Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Damit ist der selbstbewusste Ton der späteren Außenministerin gesetzt. Das war ein ziemlich kluger Move. Damit hat sie schon mal noch zusätzliche Stimmen gekriegt. Der Fotograf Dominik Butzmann begleitet Annalena Baerbock schon lange, seit sie Grünen-Chefin wurde. Wenige Minuten nach der Wahl schießt er backstage sein erstes Foto von ihr. Ich habe Annalena Baerbock von Anfang an als sehr machtbewusste und sehr konzentrierte Person erlebt, die gut vorbereitet und auch mit den Menschen lange vorher spricht, um Macht zu organisieren. Baerbock ist nicht nur machtbewusst, sondern auch bestens in der Grünen Partei vernetzt. Robert Habeck hat mal so schön gesagt, Macht kommt vom Machen. Ich bin in der Politik, um Dinge zu verändern. Und deswegen ist es eben auch Teil dessen, Dinge zu entscheiden, sie weiter auszubauen. Das ist für mich der Sinn von Politik. Ich glaube, wenn Sie keine Machtpolitikerin oder kein Machtpolitiker sind, dann kommen Sie nie dahin, wo sie jetzt schon ist. Dann schaffen Sie es vielleicht zum Gemeinderat. Für mich ist wichtig, den Mut zu haben, auch sich hinterfragen zu lassen. Das verändert einen selber, aber stößt vor allen Dingen Veränderungen in anderen Bereichen, glaube ich, erst an. Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir. 2021 lässt sich Baerbock zur ersten Kanzlerkandidatin der Grünen aufstellen und zieht damit auch am Co-Vorsitzenden Habeck vorbei. Das sind die letzten Sekunden, bevor sie auf die Bühne geht und bekannt gegeben wird, dass sie Kanzlerkandidatin wird. Und was wirklich typisch ist, dass sie sich da total vergräbt in ihren Text und sich mega konzentriert, um genau das Richtige zu sagen und noch mal genau ins Detail geht. Baerbock gilt als fleißig, immer gut vorbereitet, detailversessen. Doch der Wahlkampf als Kanzlerkandidatin der Grünen gerät zum Desaster. Die Grünen waren damals so stark in den Umfragen, dass es wirklich vorstellbar gewesen wäre, dass sie oder der Kandidat der Grünen der nächste Kanzler, die Kanzlerin ist. Und das hat sie verbockt. Rückläufig auch die Zahl derer, die Annalena Baerbock als reif fürs Kanzleramt ansehen. Die schoss. Innerhalb eines Monats rutscht Baerbock in den Umfragewerten von 43 auf 28%. Die Pannen mehren sich. Einer Kanzlerkandidatin unwürdig, so heißt es. Im Bundestag macht sie die soziale Marktwirtschaft zu einer Erfindung der SPD statt der CDU. Gemeinsam gehandelt. In den 60ern die Sozialdemokraten die soziale Marktwirtschaft auf den Weg gebracht. Sie muss einräumen, über 3 Jahre lang Weihnachtszahlungen nicht an den Bundestag gemeldet zu haben. Es gibt merkwürdige Korrekturen an ihrem Lebenslauf auf Wikipedia. Insgesamt entsteht der Eindruck von Unprofessionalität und Überforderung. Ich habe sie dilettantisch wahrgenommen. Sie hat einfach dramatische Fehler gemacht als Kanzlerkandidatin, die unnötig waren und die die Grünen extrem viel gekostet haben. 2021 nimmt Baerbock ihr gerade erschienenes Buch vom Markt, nach Vorwürfen, sie habe Quellen nicht korrekt gekennzeichnet. Also der Umgang mit den Plagiatsvorwürfen, den fand ich ungeschickt, amateurhaft, erst beleidigt und dann unsouverän. Da dachte ich, das wird nichts mehr. Natürlich ist es gerade im Wahlkampf so, dass man weiß, dass jeder kleine Fehler eine Riesenwelle schlägt und deswegen bestmöglich vermieden werden müssen. Und zugleich habe ich gerade die Erfahrung im Wahlkampf wieder auch ein Stück geprägt, damit umzugehen, mit Gegenwind umzugehen, zu wissen, was die inneren Stärken sind, auch zu wissen, was die eigenen Schwächen sind. Deswegen wäre rückblickend das eigentlich mit die beste Vorbereitung auf das Amt der Außenministerin. Sie hat sehr vieles davon wieder repariert und ihre Arbeit als Außenministerin ist dann natürlich extrem hilfreich. Eine robuste, zielstrebige Kämpferin, so sieht sich die ehemalige Leistungssportlerin Annalena Baerbock selbst. Dorothee Christlieb kennt die junge Annalena aus Kindheitstagen. Von 1987 an trainierte sie das Mädchen aus Hannover über 10 Jahre lang im Trampolinspringen.
wenn ich an Annalena so in der Pubertätsphase denke, 13, 14, gab es durchaus auch Äußerungen, sehr bestimmte. Und wenn etwas nicht passte oder etwas nicht funktionierte, hat sie das aber offen kommuniziert. Wir haben darüber gesprochen und hatten insofern gar kein Problem. Und das hat sich sehr bewährt, dass man offen kommuniziert und dass man akzeptiert, dass andere auch mal eine andere Meinung hat als man selbst. Dann habe ich mir vor der einen deutschen Meisterschaft, da war ich noch ganz schön jung, ich glaube 11 oder 12, Knöchel gebrochen, und zwar als Trümmerbruch. Und ich kam heulend ins Krankenhaus und der Arzt meinte so, also Mädel, jetzt reiß dich mal zusammen, so doll kannst du ja gar nicht wehtun. Und dann habe ich gesagt, es tut auch überhaupt nicht weh, aber ich wollte deutsche Meisterin werden. Nächste Woche sind die deutschen Meisterschaften. Und so auch mit absoluter Frustration Niederlagen umzugehen und dann doch irgendwie wieder einen Anreiz zu haben, ein halbes Jahr später wieder voll zu trainieren. Ich glaube, es hat mich für harte Zeiten in der Politik auch ganz gut vorbereitet. Wenige Monate nach Amtseinführung trifft der Idealismus der Außenministerin auf die harte Wirklichkeit. Es hätte eine ganz andere deutsche Außenpolitik und damit auch eine wahrscheinlich andere Außenministerin gegeben, hätte es diesen russischen Angriffskrieg nicht gegeben. Antrittsbesuch in Kiew. Baerbock legt Blumen nieder für die Opfer der Maidan-Proteste. Zur gleichen Zeit stehen 100.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Noch wollen die wenigsten daran glauben, dass Russland wirklich angreifen könnte. Waffenlieferungen lehnt die grüne Ministerin ab, auch unter Berufung auf den Zweiten Weltkrieg. Die Haltung der deutschen Bundesregierung mit Blick auf Waffenlieferungen, und zwar mit Blick auf eine restriktive Rüstungsexportpolitik, sie ist auch in unserer Geschichte begründet. Also Hilfsverweigerung heute wegen Verbrechen der Vergangenheit, das fand ich nie plausibel. Aber das ist jetzt ja auch nicht der Punkt. Sie hat durch den Krieg, infolge des Krieges, dann sehr schnell diese Position richtigerweise revidiert. Und ich finde das immer das Wichtigste, dass Politiker eben auch zeigen können, dass sie ihre Position, ihre Haltung auch grundlegend korrigieren. Bevor der russische Angriffskrieg stattgefunden hat, war Deutschland in der Verhandlungsposition, dass man mit Russland und der Ukraine eigentlich verhandeln sollte, dass es nicht zu einem russischen Angriff kommt. In dem Moment war meine Haltung, wenn Deutschland jetzt aktiv Waffen liefern würde, würde Russland sofort sagen, ich dachte, ihr wolltet mit uns verhandeln, es vielleicht sogar als Grund nutzen, zu sagen, wir mussten ja angreifen, weil unsere Verhandlungsgastgeber, die liefern jetzt ja Waffen. Deswegen habe ich ein paar Wochen vor dem russischen Angriffskrieg noch im Deutschen Bundestag gesagt, in diesem Moment ist nicht der richtige Moment, aber es kann sein, dass wir unsere Position um 180 Grad ändern müssen. Aber das kann man nur einmal tun, das können wir nicht jeden Tag aufs Neue tun. Baerbock reist nach Moskau, um ihren russischen Amtskollegen Lavrov zu treffen. Es ist ihr erster großer Test auf internationalem Parkett. Da war sie noch gar nicht lange Außenministerin, dass sie da hingeht und dass sie klar ihre Meinung sagt. Und dass Lavrov nicht durchkommt mit irgendwelchen Tricks, die er versucht hat anzuwenden. Das ist mutig. Der Besuch in Moskau war natürlich sehr, sehr gut vorbereitet, weil der russische Außenminister seit gefühlt Ewigkeiten im Amt ist und immer versucht, das Gegenüber zu testen, aufs Glatteis zu führen, im Zweifel über Städte zu reden, die gar nicht in Russland liegen, um zu fragen, ob das eigentlich russisches Gebiet ist oder nicht russisches Gebiet ist. Sie hat dann ja auch eine ziemliche Schlagfertigkeit bewiesen, weil Lavrov sie, das war ein Mittagessen, dann quasi zu einem Wodka eingeladen hat und sie diesen Wodka nicht trinken wollte. Und da muss er so eine Bemerkung gemacht haben, nach dem Motto, gehört sich so oder hab dich nicht so. Und dann hat sie gesagt, dass sie schon vor Jahren in Moskau gewesen sei und man ihr gesagt hat, wenn du nicht trinkst, dann wird aus dir nie eine wichtige Politikerin. Und sehen Sie, jetzt bin ich deutsche Außenministerin. Und wenn das jetzt hier ein Härtetest sein soll, ich habe zwei Kinder zur Welt gebracht. Das ist schon, also da, glaube ich, ruht sie in sich selbst und weiß genau, was sie kann. Und wen sie da gegenüber hat? Für mich war eher wichtig, und da konnte ich halt gut auf mein Haus vertrauen, dass wir wissen, auf welchen Themen werden sie wahrscheinlich drauf rumreiten. Und dieses Vorführen, jemand anderes vorführen, was es halt vorher auf Pressekonferenzen schon gegeben hat, darauf vorbereitet zu sein und sich mental davon nicht kürre machen zu lassen.
Ja, und ein Herr Lavrov ist natürlich, der schwitzt ja die Männlichkeit aus. Und dann steht Frau Baerbock daneben und dann begegnen sich in jeder Form zwei unterschiedliche Symbole. Über 2 Stunden dauert das Treffen. Ein Ergebnis gibt es nicht. Auf der anschließenden Pressekonferenz wird die deutsche Außenministerin dafür ungewöhnlich deutlich. Den Despoten vor Augen zu führen, dass da eine mutige Frau ist, die die Themen auch mal anspricht, das finde ich richtig. Und die, die ihr das vorwerfen und ihr Moralisieren vorwerfen, die, glaube ich, wissen nicht, was für Dramen sich in dieser Welt abspielen und wie andere Menschen leben, in welcher Armut und gefoltert und ich finde das okay. In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen. Klare Worte, die in Deutschland gut ankommen. Der russische Chefdiplomat zeigt sich unbeeindruckt. Russland bedrohe niemanden. Wir haben erklärt, dass es keine Eskalation gibt, von der derzeit westliche Politiker sprechen. Und wir haben erläutert, dass wir keinerlei Forderungen akzeptieren können, die die Handlungen unserer Streitkräfte auf unserem eigenen Boden betreffen. Mit ihrem Auftritt verschafft sich die neue Außenministerin Respekt, auch bei Kritikern in der Opposition. Wenn man sich Lavrov vorstellt, ein Zyniker, der mit allen Wassern gewaschen ist und der bestimmt eine innere Geringschätzung gegenüber der jungen Frau nun als neue deutsche Außenministerin dort hat, nach einem schwierigen Wahlkampf auch für Frau Baerbock. Das war eine hohe Disziplinleistung. Im Februar 2022 läuft die Krisendiplomatie auf Hochtouren. Russlands Truppenaufmarsch geht weiter. Baerbock reist erneut in die Ukraine. Diesmal an die Frontlinie, an der sich Regierungstruppen und von Russland unterstützte Separatisten gegenüberstehen. Dass sie dann zum zweiten Mal hinfährt und sich da an die Kontaktlinie begibt, also das hätte man nicht machen müssen, das war von ihr natürlich ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Wahrscheinlich hat sie da auch schon geahnt, dass die Situation eskalieren könnte. Eine grüne Ministerin mit schusssicherer Weste im Krisengebiet. 14.000 Menschen sind hier bereits gestorben. Baerbock zeigt sich tief bewegt. Natürlich hat sie auch daran gedacht, welche Bilder das produziert. Eine Außenministerin, im Übrigen die erste seit Gründung des Auswärtigen Amts vor 150 Jahren, die sich dann mit Schutzweste und Helm dorthin begibt und dann auch mit die entsprechenden Fotos entstehen, das ist natürlich klar, dass dieses Foto überall gesendet wird. 16 Tage später greift Russland die Ukraine an. Krieg in Europa. Die Außenministerin muss sofort handeln. Da brauchte ich in dem Moment die besten Berater aus meinem Haus. Da haben wir in Sekunden mit dem Kanzler telefoniert, zum Beispiel die Frage, evakuieren wir jetzt die deutsche Botschaft? Da konnte man nicht erst 3 Vermerke schreiben, wie das vielleicht noch ein halbes Jahr früher bei Themen im Auswärtigen Amt stattgefunden hat. Der Krieg und seine Folgen bestimmen von nun an die deutsche Außenpolitik. 3 Tage nach dem Überfall spricht der Kanzler im Bundestag. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Baerbock reist weiter nach New York zur UNO. Dort sichert sie der Ukraine Unterstützung zu. Und sie spricht den russischen Außenminister direkt an. Ihre Panzer bringen keinen Frieden. Ihre Panzer bringen Zerstörung und Tod. Und in Wahrheit missbrauchen sie ihre Macht als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats. Herr Lavrov, Sie können sich selbst belügen, aber uns täuschen Sie nicht. Unsere Völker werden Sie nicht täuschen und auch Ihr eigenes Volk werden Sie nicht täuschen. Der russische Krieg steht für eine neue Realität.
In der Ukraine macht sich Baerbock ein Bild von den russischen Kriegsverbrechen in Butscha und Irpin. Es ist ein Wendepunkt. Die Ministerin einer pazifistischen Partei setzt sich jetzt energisch für Waffenlieferungen an die Ukraine ein. Annalena Baerbock hat, wenn sie im Ukraine-Krieg gelernt hat, sicherlich sehr viel schneller gelernt, als es der Kanzler getan hat. Mein Eindruck ist, dass Frau Baerbock, wie übrigens fast alle Ampelpolitiker, im Amt lernend sind, und zwar dramatisch schnell und massiv. Denn schauen Sie sich an, wie die SPD, wie die Grünen zu Waffenlieferungen, wie das ganze Land im Grunde zu Militarisierung gestanden hat. Und plötzlich ist da der Krieg in der Nachbarschaft und die politische Haltung dazu hat sich komplett verändern müssen. Sie setzt sich dafür ein, dass wir immer mehr Waffen liefern und meint, dass das vielleicht am Ende den Frieden bringt. Aber die Erklärung, wie die Ukraine diesen Krieg gewinnen soll, wo ja überhaupt nichts dafür spricht. Die Erklärung ist sie bis jetzt schuldig geblieben. Frau Baerbock ist in diesem grauenvollen Angriff Russlands auf die Ukraine ein Glück für Deutschland. Sie hat einen ganz klaren Kompass. Sie hat von Anfang an gesagt, wir helfen, solange wir können. Wir helfen, so gut wir können. Und ich weiß, dass sie das auch so meint. Doch als Diplomatin unterlaufen ihr Fehler. Als sie sich im Europarat wegen verzögerter Waffenlieferungen Kritik anhören muss, kontert sie auf Englisch: Denn wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. War against Russia and not against each other. Thank you. Europa im Krieg gegen Russland? Worte, die für Schlagzeilen sorgen. Das ist natürlich ein Versprecher, der politische Auswirkungen hat. Natürlich hätte sie diesen Satz auch nicht gesagt, wenn sie ihn nicht irgendwie auch so gemeint hätte. Schnell muss die Aussage abgeschwächt werden. Die NATO und Deutschland sind in diesem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht Kriegspartei. Wir unterstützen die Ukraine, aber wir sind nicht Kriegspartei. In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe auf Englisch, habe ich da schon gedacht, oh, das kann jetzt auch missverstanden werden. Jeder im Raum hat es aber verstanden in dem Kontext, wie ich das meinte, also im übertragenen Sinne. Aber natürlich danach, wenn es dann ausgekoppelt wird, dann wird es anders wahrgenommen. Und das ist so ein Beispiel, wo der Kontext halt eine wahnsinnig große Rolle spielt. Baerbocks spontane Formulierungen stehen im deutlichen Kontrast zum Kommunikationsstil des Bundeskanzlers. Wir erleben ja auch beim Kanzler, wie er seit langer Zeit versucht, zu verhindern, zu sagen, Russland muss diesen Krieg verlieren. Er sagt immer nur, es darf nicht gewinnen. Er will Putin eine Ausflucht lassen, dass er nicht als absoluter Verlierer dasteht. Und insofern ist da jedes Wort wichtig. Und wenn Frau Baerbock dann sagt, wir sind im Krieg, dann ist das eine massive Gefahr, weil natürlich die NATO nicht im Krieg ist, wir sind nicht Kriegsteilnehmer und so weiter. Also insofern ist da im Moment jedes Wort noch wichtiger denn je. Also es war ja klar, dass sie damit nicht Russland den Krieg erklären wollte. Aber eine Außenministerin muss doch ihre Worte so wählen, dass solche Missverständnisse nicht entstehen können. Das hätte ich beim nächsten Mal sicherlich anders formuliert, weil natürlich das, was ich sagen wollte, was anderes war als das, was dann bei vielen angekommen ist. Also das hätte ich beim nächsten Mal sicherlich anders gemacht. Jenseits des Krieges werden Baerbocks eigentliche Ideen für eine neue Außenpolitik erkennbar. Das war in Kolumbien und das ist die Vizepräsidentin, die mit dafür gesorgt hat, dass es das Friedensabkommen von den ehemaligen Rebellen miteinander gegeben hat. Da sieht man auch, Feminismus, Frauenpolitik und Sicherheitspolitik gehört eng zusammen. Die deutsche Ministerin bekennt sich zu dem, was im Koalitionsvertrag Feminist Foreign Policy genannt wird, zu Deutsch feministische Außenpolitik. Erst war ich zögerlich, weil er triggert. Aber deswegen habe ich gesagt, nee, ist ja genau richtig. Wir wollen ja darüber reden. Was müssen wir noch tun, damit wir wirklich in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben? Was kann Außenpolitik dazu beitragen, in anderen Ländern Gleichberechtigung zu unterstützen? Und kein anderes Thema hat in den letzten anderthalb Jahren neben dem Russlandkrieg so viel Debatte entfacht, auch hier in Deutschland. Und das ist gut. Das ist ja für Sie etwas, dass Sie sagt, wir müssen von der Perspektive des Menschen aus unsere Politik machen, der Frau, des Kindes, was auch den Männern nicht schadet und nicht das Staatsinteresse in den Vordergrund stellen. Lässt sich mit der Perspektive westlicher Werte die Welt verändern?
Vor allem für ihre feministische Außenpolitik bekommt sie viel Kritik. Wenn ich mit Mitarbeitern ihres Hauses zusammentreffe, frage ich einfach mal, was ist eigentlich eine feministische Außenpolitik? Das löst bei den Kollegen von Ihnen Schweißtropfen auf der Stirn aus. Wir sind sehr für eine wertegeleitete und interessengeleitete Außenpolitik. Aber wir brauchen keine belehrende und moralisierende Außenpolitik. Darauf wartet niemand auf dieser Welt. Baerbocks idealistischer Anspruch weckt Widerspruch. Aber auch hohe Erwartungen. Was mich tatsächlich daran stört, sind nicht die Begriffe, sondern dass ich das Gefühl habe, dass da nichts mit Leben gefüllt wird. Dass es zwar markige Sprüche sind, aber was folgt denn daraus? Und setzen eine Strategie für eine feministische Außenpolitik auf. Und ich habe das Gefühl, dass gerade auch beim Thema feministische Außenpolitik sie nicht gewusst hat, dass es so zum Schwur kommen wird. Und sie hat es ganz mit ihrer Person verbunden. Als einen neuen Anspruch, ein neues großes Wort für eine neue Politik. Und gleichzeitig findet im Iran eine feministische Revolution statt. Und wer findet erst gar keine Worte? Das ist die deutsche Außenministerin, die die feministische Außenpolitik proklamiert. Und dann kommt der praktische Testfall und es passiert nichts. Hat Baerbock ihre Prinzipien verraten? Oder ist sie hier pragmatischem Kalkül gefolgt, um Iran als wichtigen Verhandlungspartner in der Region nicht zu brüskieren? Erst Wochen später setzt sie sich für Sanktionen ein. Alles, was jetzt weltweit passiert momentan, was die Konflikte betrifft, hat direkten Einfluss auch auf unser Leben hier in Deutschland. Und das ist für mich so das, wo sich einfach zeigt, ob sie am Ende als gute Außenministerin beurteilt werden wird, als jemand, der auch einen Unterschied gemacht hat, gerade was ihre Ansprüche betrifft, gerade Frauen und Mädchen betreffend oder eben nicht. Besuch im Irak. Krisen und Kriege erhöhen den Migrationsdruck. Hilfe vor Ort soll die Menschen dazu bewegen, im Land zu bleiben. Nach dem Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat ist der Klimawandel jetzt das drängendste Problem. Hier ist das humanitäre Engagement Deutschlands besonders gefragt. In der Seenlandschaft südlich von Basra wird das Wasser knapp. Baerbock will sich bei einer einheimischen Familie ein Bild machen. Mitarbeiter, Journalisten, Security. Alle drängen sich auf engstem Raum. Im Gespräch mit den Einheimischen ruft Annalena Baerbock auch deren Kinder herbei. Es entsteht ein für sie typischer Moment. Während draußen vor dem Zelt die Mitarbeiter vom Protokoll nervös auf die Uhr schauen, weil später noch die Heimreise nach Deutschland ansteht, spielt die Außenministerin mit den Kindern im Zelt. Da waren wir im Süden vom Irak, auch Grenze zum Iran rüber. Die leben nämlich dort, wo die Ölfelder des Iraks sind. Das heißt, sie leben eigentlich in einer total reichen Region, wo das Öl herausgeholt wird, sind aber bitterarm. Und deren Message, obwohl die wahrscheinlich vom Klimaschutz und Fridays for Future und all das noch nie was gehört haben. Das Wichtigste, was sie mir mitgeben wollten, hat er am Ende gesagt, please remember, bring water. Weil das Wasser da zurückgeht wegen der Klimakrise. Ihre Wasserbüffel, von denen sie leben, sterben. Also der wichtigste Auftrag von ihm war eigentlich auch der Klimaschutz. Und wieder das mit in unsere internationalen Gespräche einzubringen, auch das war Teil dieser Reise. Und manchmal bedeutet das auch, mit Kindern ein kleines Holzspiel zu spielen. Immer wieder muss sich Baerbock den Vorwurf gefallen lassen, sie setze auf ihren Reisen die falschen Prioritäten und zu sehr auf Inszenierung. Es wäre, glaube ich, der Gipfel des Zynismus, wenn man jetzt bei jedem öffentlichen Auftritt immer nur die Inszenierung unterstellen würde. Ich würde jetzt in solche Bilder auch nicht zu viel reinlesen. Und ich würde auch davon nicht irgendwie mein Urteil über ihre Außenpolitik abhängig machen. Sie nimmt diese Erfahrung als Frau und Mutter, nimmt sie mit in ihre Aufgabe und sieht damit in der Welt auch andere Dinge und die artikuliert sie. Und wenn sie über das Leiden von Kindern spricht, dann nimmt man ihr das ab, weil sie kleine Kinder zu Hause hat. Wie viel Zeit bleibt der Ministerin mit der eigenen Familie? Mir hilft es total,
dann nach Hause zu kommen. Und wenn meine Kinder, Grundschulkinder, dann sagen, Mama, und wir haben heute das in der Schule gemacht. Vor einem Moment ist dann all das, was mir vielleicht im Kopf rumschwirrt, was mich total belastet, dann auch mal einfach weg, weil man ins Schwimmbad geht und was ganz anderes macht. Auf dem Weg nach Peking, begleitet vom chinesischen Amtskollegen Qin Gong. Das Auswärtige Amt bezeichnet China als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen. 2022 war das Land das 7. Jahr in Folge wichtigster Handelspartner Deutschlands. Traditionell pflegt die Bundesrepublik einen zurückhaltenden Umgang mit den Herrschern in Peking. Baerbocks wertegeleitete Außenpolitik steht hier besonders auf dem Prüfstand. Ich reise da nicht hin und denke, jetzt wollen wir mal richtig diskutieren, sondern reise in jedes Land zu schauen, okay, wo haben wir Schnittmengen, wo können wir ausloten, dass wir mehr gemeinsame Arbeit, Zusammenarbeit haben. Natürlich habe ich großes Verständnis dafür, dass jemand wie Frau Baerbock sagt, wir müssen sehr viel stärker eine wertegeleitete Außenpolitik betreiben. Ob das funktioniert, ist noch offen. Für die chinesischen Diplomaten ist die deutsche Außenministerin eine Herausforderung. Insbesondere Baerbocks Hinweis auf die Menschenrechtslage. Dass wir es mit Sorge sehen, dass Freiräume für zivilgesellschaftliches Engagement in China immer weiter schrumpfen und Menschenrechte beschnitten werden. Der chinesische Außenminister kontert scharf. Unser Austausch sollte auf Respekt und Gleichberechtigung beruhen. Was China am wenigsten braucht, sind Lehrmeister aus dem Westen. Deutschland ist ein Land ohne Rohstoffe. Deutschland ist eine Handelsnation. Deutschland ist darauf angewiesen, dass es vor allem dem Mittelstand und den exportierenden Unternehmen gut geht. Insofern wäre Deutschland gut beraten, auch unter einer grünen Außenministerin die Interessen der wichtigsten Handelspartner des Landes nicht mit Füßen zu treten und nicht allzu moralisch belehrend aufzutreten. Das mag auf dem Grünen Parteitag gut ankommen, aber in Peking vielleicht nicht ganz so sehr. In der Pressekonferenz, das war der Fall in China, hat der chinesische Außenminister gesagt, wir bräuchten jetzt mal gemeinsame Menschenrechtsregeln, weil es gibt ja gar keine gemeinsamen Menschenrechtsregeln. Und da hatte ich eigentlich nur darauf hingewiesen und gesagt, also aus meinem Verständnis haben wir die universelle Erklärung der Menschenrechte, die ja auch China mit unterzeichnet hat. Da haben da manche gesagt, ja, jetzt streitet sie sich über die Menschenrechte. Aber wenn ich dazu geschwiegen hätte, hätte das bei meinem Gegenüber, hätte das ja auch bei der Öffentlichkeit in China doch etwas für Verwunderung gesorgt, dass ich offensichtlich akzeptiere, dass es keine internationale Vereinbarung zu Menschenrechten gibt. Diplomatie und Klartext. An China zeigt sich, wie schwer das zu verbinden ist. In einem Interview fürs US-Fernsehen bezeichnet Baerbock den chinesischen Staatschef kurzerhand als Diktator. Wenn Putin diesen Krieg gewinnt, was wäre das für ein Zeichen für alle anderen Diktatoren auf der Welt, wie Xi, den chinesischen Präsidenten? China reagiert empört, spricht von einer Verletzung der Würde und sieht in der Bemerkung Baerbocks eine Provokation. Dass man mit Menschen wie Lavrov und Putin hart umgeht, das würde niemand bezweifeln. Ob im Falle von China, unserem größten Handelspartner, das der richtige Umgang ist, dann dem Staatschef zu sagen, du bist ein Diktator, da kann man Fragezeichen setzen. Kritik gehört zum Geschäft. Ihr Privatleben dagegen versucht Baerbock so gut wie möglich abzuschotten. Nur selten spricht sie über Mann und Kinder. Das ist das Härteste. Also das ist für mich wirklich das Härteste, weil man ist fast nie mehr Privatperson. Natürlich hat das auch einen Einfluss auf die Kinder, dass ich ständig erkannt werde und dass sie damit auch erfahren, dass wenn wir irgendwo sind und ich erkannt werde, sie damit im Umfeld auch erkannt werden. Und das ist wirklich das Härteste. Das ist auch der Preis, würde ich sagen. Zur Ehrlichkeit gehört ja auch, man hat durch Bekanntheit gewisse Annehmlichkeiten. Aber das ist der Preis, den man aus meiner Sicht ein bisschen dafür bezahlt. Öffentlichkeit und Opposition blicken mitunter kritisch auf die vielen Flugreisen der grünen Ministerin. Im Juni 2023 geht es mit Arbeitsminister Hubertus Heil nach Brasilien. Wie so oft nutzt Baerbock auch diese Reise intensiv für Pressearbeit. Mit an Bord
Journalisten aller großen deutschen Tageszeitungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückkomme von so einer Reise, rede ich 5 Minuten im Bundestag. Da kann ich nicht über jede einzelne Station meiner Reise reden. Deswegen nehmen wir Journalisten mit, die dann ja auch über das Regenwaldprojekt vor Ort schreiben und damit in den deutschen Zeitungen, jetzt nicht über die deutsche Außenministerin schreiben, sondern das, was den Menschen aus dem Amazonas wichtig ist, hoffentlich auch in die deutsche Debatte mit einbringen. Deswegen ja, haben wir immer viele Journalisten mit dabei, in der Hoffnung, dass die Themen, die wir dort vor Ort sichtbar machen wollen, dass die auch in die deutsche Medienöffentlichkeit transportiert werden. Nicht für die Außenministerin, sondern für die Themen und das, was wir politisch voranbringen wollen. Hintergrundgespräch mit der Ministerin mitten über dem Atlantik. Ein exklusiver Gesprächskreis. Es gilt die Absprache, dass kein Journalist daraus zitieren darf. Auch der Kameramann wird nach ein paar Minuten aufgefordert, den Raum zu verlassen. Sie ist anders in den Hintergrundgesprächen. Sie ist sehr offen, würde ich sagen. Man erfährt wirklich auch etwas darüber, wie sie denkt, warum sie bestimmte Positionen vertritt, warum sie bestimmte Termine gemacht hat. Ihr Vorgänger Heiko Maas hat wenig Hintergrundgespräche geführt. Da hatte man immer das Gefühl, der wollte irgendwie unseren Fragen ausweichen oder zumindest besondere Freude hat er daran nicht. Baerbock merkt man an, dass sie das auch sucht und will. Ankunft in Brasilia. Seit 1960 Hauptstadt Brasiliens. Hinter Baerbock liegen jetzt eine 11-stündige Flugreise, politische Gespräche und Pressestatements. Und die eigentliche Arbeit wartet noch. Wieder muss sie in einem schwierigen politischen Umfeld agieren. Kurz nach den Präsidentenwahlen hatte es Anfang des Jahres hier Unruhen gegeben. In vielen Hinterzimmerterminen wird die Außenministerin politische Gemeinsamkeiten und Differenzen ausloten. Wenn ich irgendwo ans andere Ende der Welt fliege, dann takten wir den Tag durch, von morgens bis abends tief in die Nacht. Und klar braucht es dafür eine gewisse Fitness. Also mit wenig Schlaf auszukommen, ich glaube, das wird dann oftmals unterschätzt. Das ist eine der Schlüsseldisziplinen für Politik. Diplomatie der kleinen Schritte. Am anderen Ende des roten Teppichs wartet die stellvertretende Außenministerin Brasiliens. 26 Länder hat Baerbock allein in den ersten 5 Monaten dieses Jahres bereist. Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, was waren die letzten Reisen in den letzten Monaten, müsste ich schon aufpassen, das überhaupt in das richtige Jahr zu bringen. Also angesichts dessen, was in den letzten 2 Jahren war, hat das eine Taktung, dass ich mich nicht an jede einzelne Reise erinnern kann. Natürlich, wenn man fragt, warst du schon da, weiß ich es noch. Aber ob das jetzt vor 2 Monaten war oder vor 5 Monaten war, das muss ich dann noch mal stark nachdenken. Auch wenn nur 45 Minuten Zeit bleiben, um miteinander zu sprechen, in der Diplomatie kann der persönliche Kontakt entscheidend sein. Später reist Baerbock weiter nach Kolumbien und Panama. Wir kommen jetzt gerade zurück von einer ganzen Woche Reise. Dann ist es nur noch der Sonntag. Nachmittag, muss man ehrlichkeitshalber sagen, der da ist. Aber dann zumindest an diesem Nachmittag zu sagen, all meinen Mitarbeitern so, meine Handys sind jetzt aus für 5 Stunden. Wenn die Welt brennen würde, dann wissen sie, welche Nummer sie anrufen und dann bin ich erreichbar. Aber ich gucke jetzt nicht alle paar Minuten auf mein Handy, um zu gucken, was passiert. Sondern dann, wenn weiter 30 Grad draußen sind, ja, dann fahre ich auch mit dem Rad mit den Kindern zum See und bin dann in dem Moment nur Mutter. Februar 2022. Antrittsbesuch in Israel. Dort gedenkt sie der von den Nationalsozialisten ermordeten 6 Millionen Juden. Die Außenministerin ringt um Fassung. Als Mutter zweier Töchter stockt mir der Atem. Wenn ich an die Millionen jüdischer Kinder denke, die ermordet wurden, ihren Eltern entrissen, alleingelassen, voller Schmerz und Angst vor dem Ungewissen. Der Gedanke an den Schmerz jedes einzelnen Kindes, jeder einzelnen Mutter, jedes einzelnen Vaters ist kaum zu ertragen. Der Horror kommt im Morgengrauen. Terroristen der radikal-islamischen Hamas überfallen Israel, ermorden und verschleppen wahllos Menschen. Der Angriff gilt dem jüdischen Volk.
Israel ist verwundet wie nie zuvor. Mein Eindruck ist, dass Frau Baerbock relativ schnell reagiert hat und auch gute Reflexe hatte. Also sie war schnell da, sie hat volle Solidarität erklärt. Sie hat aber gleichzeitig auch, was ja auch wichtig ist, gesagt, wir werden weiter humanitäre Hilfe leisten für Gaza. Die Außenministerin trifft Angehörige der Opfer der Terroranschläge und zeigt sich, ähnlich wie in der Ukraine, zutiefst erschüttert. Dass Frau Baerbock ihre Gefühle zeigt, glaube ich, erhöht bei vielen ihre Glaubwürdigkeit, möglicherweise auch bei Gesprächspartnern. Es ist ein ungewöhnlicher Ansatz für Diplomatie und für Außenpolitik. Vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen. Jetzt im Nahost ist sie sehr viel stärker auf Linie mit dem Kanzler. Das heißt, da gibt es eine ganz hohe außenpolitische Übereinstimmung. Und sie haben beide eine größere Rolle, als sie möglicherweise gedacht haben. Ich sehe das auf israelischer Seite, dass genau das viele als unsere Aufgabe jetzt sehen, dass wir diese Gesprächskanäle offen halten, dass wir mit dazu beitragen, dass es nicht zu einem Flächenbrand kommt. Die Gefahr droht, dass es eine zweite Front gibt mit Blick auf das Westjordanland, eine dritte Front mit Blick auf den Libanon. Wenn die Hisbollah in diesen Konflikt einsteigt, dann droht aller Schlimmstes. Und genau daran müssen wir mitwirken, dass wir das verhindern. Ein klares Bekenntnis zur parteiübergreifenden Krisendiplomatie. Pragmatismus statt Idealismus. Annalena Baerbock steht möglicherweise vor Herausforderungen, die noch kein deutscher Chefdiplomat vor ihr bewältigen musste. Die Außenministerin ist mit diesem Krieg in Nahost eine Managerin einer noch erweiterten Zeitenwende. Wir erleben ja, dass die Welt sich völlig neu formiert mit Kriegen, mit militärischen Notwendigkeiten, mit einem viel stärkeren außenpolitischen und militärischen Engagement der Deutschen. Und genau das muss sie mitmanagen. Als sie das Amt angetreten ist, hat sie mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Wenn ich in einem Job die Erste bin, die erste Frau, die sowas macht, habe ich keine Vergleiche mit Vorgängern. Keiner wird sie mit Genscher vergleichen, keiner wird sie mit Westerwelle vergleichen, keiner wird sie mit Heiko Maas vergleichen, sondern sie hat die Möglichkeit, in Deutschland für Deutschland Geschichte zu schreiben. Ich finde für mich, dass das genau das richtige Amt für mich ist, als Annalena Baerbock. Ob ich die richtige Außenministerin bin zur richtigen Zeit, das müssen andere beurteilen. Wie viel Undiplomatisches am Ende ihrer Amtszeit übrig sein wird, kann Annalena Baerbock nicht allein bestimmen. Ihr Erfolg ist verknüpft mit der neuen Rolle Deutschlands in einer unruhigen Welt.